Kommt die massive Korrektur oder läuft der Markt weiter nach oben? Ja, diese Frage, die hätten Anleger am liebsten sofort beantwortet. Bei mir ist Matthias Hüppe von der HSBC. Ja, kommt die Korrektur näher? Naja, man kann sagen, irgendwann wird es eine Korrektur geben, nur keiner weiß wann. Also da gibt es immer die Crash-Propheten, die haben wir auch schon gesehen vor ein paar Wochen, als man so eine mal Prozentsätze nach unten ging im Laufe eines Tages, da wurde schon vom nächsten Crash geredet. Der Markt hat dann gezeigt, dass es dem nicht so ist. Aber klar ist natürlich, alle Anleger sorgen sich immer darüber, gerade wenn es gut läuft, irgendwann muss das Ganze doch mal vorbei sein. Man hat ja da auch die Erfahrungen in der Vergangenheit gesammelt. Und von daher ist es natürlich immer schwer, wirklich dann auch für seine Depotaufstellung zu analysieren, wann kann es denn kommen. Es gibt Methoden, wo man die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur messen kann. Und das ist vielleicht, glaube ich, das, wo man das auch seriös machen kann. Also es gibt ein paar Indikatoren, Vorzeichen, mit denen kann man feststellen, ob vielleicht zumindest, sage ich mal, das Umfeld für eine Korrektur da ist. Welche Faktoren sind das? Was ist da eine Analyse? Ja, also man kann natürlich erstmal so einen Vergleich in der Vergangenheit machen. Wie war es denn bei den letzten Korrekturen? Also Internetbubble wird ja gern genommen und da guckt man so ein bisschen auf die KGVs. Wo sind die KGVs? Dann auch das Thema IPOs. Das ist meist so am Ende einer Korrektur, kommen sehr viele IPOs. Wenn man diese Kriterien zum Beispiel nimmt, dann kann man sagen, sieht es zurzeit nicht nach einer Korrektur aus. Oder auch das Thema Euphorie. Also es ist ja jetzt nicht so, dass an den Stammtischen über Aktien gesprochen wird, trotz neuer Höchststände. Also das sind eigentlich alles so Indikatoren, die zeigen, dass es vielleicht noch nicht so weit ist. Auf der anderen Stelle gibt es natürlich auch sehr viele technische Indikatoren aus der technischen Analyse, mit denen man dann auch die Möglichkeit hat, sozusagen durch Marktbreite beispielsweise zu erkennen, ob vielleicht das Umfeld für eine Korrektur durchaus gegeben sein könnte. Und zu dieser Analysemethode gehören auch die Advanced Decline Lines, Linien, AD-Linien. Ja. Müssen Sie mal genau erklären, worum es da geht. Und wir haben auch ein Beispiel schon mal dabei. Genau, also das ist hier die sogenannte Advanced Decline Linie für den Stock 600, also für breit gestreutes Europa. Und diese Linie wird relativ einfach gebildet. Man nimmt für jeden Tag, schaut man sich die Gewinner und Verlierer an. Und ich sag mal, jede Aktie zählt nur eins, unabhängig von ihres Gewichtes. Und da wird einfach die Differenz gebildet. Also mehr Gewinner als Verlierer, dann ist es eine positive Zahl. Mehr Verlierer als Gewinner, ist es eine negative Zahl. Und das wird jeden Tag addiert und kumuliert. Und das Interessante oder was vielleicht wichtig hierbei ist, dadurch, dass die Marktgewichtung nicht berücksichtigt wird, hat man einen viel besseren Blick um das, sag ich mal, die Robustheit des Marktes, weil oft sieht man, dass gerade zum Ende einer, ich sag mal, einer Boomphase nur sehr wenige Aktien den Markt ziehen. Das ist ja so ein bisschen auch, wenn man nach Amerika guckt, da denkt man immer an die berühmten Fang-Aktien, also die großen Internet-Titel, die immer in den Schlagzeilen sind. Und manchmal könnte man den Eindruck haben, dass der Rest der Aktien gar nicht mehr zählt und die haben so eine große Marktkapitalisierung, dass sie einfach den Markt nach oben ziehen. Und hier kann man feststellen, wenn diese Linie nach oben geht, ist es ein Zeichen, dass der Großteil des Marktes auch steigt. Und das ist ein gutes Signal. Also wir sehen es hier kontinuierlich, geht es nach oben. Jetzt haben wir hier so einen kleinen Gang zurück, aber das ist, glaube ich, jetzt nichts wirklich Gravierendes. Man kann also sehen, dass der Markt an der Stelle robust ist. Es gibt auch die Aussage, also die Soldaten folgen den Generälen weiterhin. So ein bisschen kann man das auch interpretieren. Also der Markt ist robust, weil die Mehrheit der Aktien steigt. Es sind nicht wenige Aktien, die steigen, sondern es ist die Mehrheit der Aktien, die steigt. Das Thema, wie gesagt, Gewichtung findet hier wird hier gar nicht betrachtet. Und das ist ein ganz guter Indikator dafür, wie robust der Markt eigentlich ist. Und demnach haben wir aktuell sozusagen das Thema Konjunktur oder Korrektur noch nicht auf dem Schirm. Zumindest in Europa. Wir können uns ja auch mal die USA anschauen. Genau. Oh, da geht es noch extremer nach oben. Da geht es noch extremer nach oben. Da haben wir jetzt auch einen längeren Zeitraum. Stimmt. Der Zeitraum ist eigentlich egal. Man setzt einfach einen Nullpunkt und dann fängt man von da an. Man sieht natürlich hier auch 2007, 2008, wo es in eine andere Richtung ging. Aber dann seitdem diesen stetigen Aufwärtstrend. Und das ist eigentlich auch ein gutes Zeichen. Weil natürlich auch Amerika immer so als Leitbörse gesehen wird, dass man sagen kann, auch in Amerika sind auf Basis der Advanced Decline Linie, also jetzt keine Korrekturen zumindest in Sicht. Wenn diese Linie sich abflacht oder langsam nach unten geht und die Märkte weiter steigen, dann ist es durchaus ein Warnsignal zu verstehen, dass man sieht, okay, es sind nicht mehr die Mehrheit der Aktien, sondern es sind nur noch einige wenige große Aktien, die diesen Markt ziehen. Und dann könnte vielleicht der Zeitpunkt kommen, wo man doch drüber nachdenken muss, ob das Ganze nicht dann in die andere Richtung geht. Weil auch bei diesen Aktien vielleicht dann langsam die Luft raus ist. Also ist das ein zuverlässiger Indikator? Also er ist schon sehr zuverlässig. Wenn man auch da mal einen Chart drüber legt, kann man das ganz gut kennen, dass da die Parallelen sind. Es ist ein Indikator. Also ganz wichtig ist, und das ist auch, wenn man sich mit technischer Analyse befasst,
Es gibt nicht den Indikator, der einem sagt, was der Markt macht, sondern es geht immer um Wahrscheinlichkeiten. Und dieser Indikator gibt einem einfach nur dadurch ein Gefühl für die Wahrscheinlichkeit. Und wenn es natürlich in der Korrektur nach unten ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass es vielleicht zu einer Korrektur kommen kann. Das heißt nicht, es kommt zur Korrektur. Er kann sich auch wieder drehen. Fehlsignale erleben wir da auch immer. Aber es ist einfach das Thema Wahrscheinlichkeiten. Und das ist das Ganze bei der technischen Analyse. Man versucht einfach, die Wahrscheinlichkeit für eine Prognose zu erhöhen. Kein seriöser Analyst würde sagen, das ist die Wahrheit, die wird so eintreffen, weil man immer einen Blick nach hinten wirft, um damit die Zukunft zu spiegeln und natürlich auch guckt, was ist in der Vergangenheit passiert und aus der Vergangenheit lernen möchte. Aber, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, das ist immer ganz gut, mal einen Blick darauf zu werfen und einfach ein Gefühl für den Markt zu kriegen, für die Marktbreite, weil sonst sieht man nur einen Indexstand und der sagt einem vielleicht gar nicht, sind es denn jetzt die Aktien, alle Aktien, die es treiben, oder sind es nur einige wenige, wie gesagt, in Amerika vielleicht nur die Fangaktien, die jetzt den Markt ziehen, weil die so groß sind von der Kapitalisierung, so stark steigen, dass den Rest dahinter gar keinen mehr interessiert. Sie haben das Gefühl schon angesprochen. Wie viel Psychologie ist dabei? Also man muss sagen, die technische Analyse ist ein Abbild der Psychologie der Märkte. Also die Psychologie, und das, ich glaube, da können wir uns alle mit einbegriffen, die Märkte sind sehr stark psychologisch. Und jetzt kann man immer so ein bisschen sagen, na, ist das Kaffeesatzleserei? Die Kritik kann man durchaus annehmen, aber vielleicht auch, um das Ganze mal so ein bisschen ins wissenschaftlichen Fokus zu nehmen, die Behavioral Finance, also die verhaltensorientierte Kapitalmarktforschung, ist die Grundlage der technischen Analyse. Und dafür gab es auch schon den Nobelpreis. Also das heißt, wissenschaftlich ist das vollkommen sozusagen etabliert. Das ist jetzt nicht Aktienesoterik, sondern das hat einen wissenschaftlichen Hintergrund, weil sich die Marktteilnehmer eben nicht rational verhalten. Und die technische Analyse gibt einem einfach die Möglichkeit, Signale zu finden, wo es Irrationalitäten am Markt gibt. Und diese Irrationalitäten, nehmen wir den Internet-Hype, die sind irgendwann auch mal vorbei. Und wenn man das früh genug ablesen kann, kann man halt davon profitieren. Und das ist, sage ich mal, die Kunst der technischen Analyse. Keiner nochmal sagt, kann einem sagen, wo es wirklich hingeht, aber man kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man vielleicht eben nicht der Letzte ist, der in so einer Korrektur reinläuft oder auch nicht der Letzte ist, der erstmal eine Hossephase mitnimmt. Also es ist eine Erhöhung der Wahrscheinlichkeiten und langfristig führt es dann hoffentlich zu höheren Renditen und geringeren Verlusten. Ganz herzlichen Dank, Matthias Hüppe von HSBC. Es gibt also technische Analysemethoden, um herauszufinden, in welche Richtung sich ein Trend bewegt. Aber eine hundertprozentige Garantie ist das nicht. NTV, der Nachrichtensender.